Viele und immer jüngere Menschen üben exzessiv Sport aus. Aber damit steigt gleichzeitig die Anzahl der Personen, die eine Knieendoprothese brauchen. Zu welchen Problemen Knieendoprothesen im menschlichen Körper führen können und was wir dagegen tun, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Eine Knieprothese besteht aus den hier gezeigten Komponenten, die gegeneinander reiben. Pro Schritt werden bis zu einige Millionen mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel und Ionen freigesetzt, die nach und nach um die Prothese herum zu knochenabbauenden Prozessen führen, die zur Lockerung der Prothese und starken Schmerzen führen. Deshalb müssen wir den Abrieb und die Ionenfreisetzung durch eine verschleißbeständige Beschichtung reduzieren. Wir brauchen Vakuum, Gase, Plasma und ein Target. Das Target wird mit einer hohen Leistung betrieben, um das Plasma zu zünden und stabil zu halten. Durch den Beschuss des Targets mit Plasmateilchen werden verschiedene Bestandteile aus dem Target freigesetzt und die Schichten können lagenweise auf der Prothese aufwachsen. Anpassung der Anlagenparameter können die Eigenschaften der Schichten wie die Härte gezielt eingestellt werden. So sehen beschichtete Prothesen aus. Sie sind verschleißbeständig, was bedeutet, dass sich kaum Partikel und Ionen lösen. Bis zum klinischen Einsatz müssen wir noch einige Untersuchungen durchführen. Willst auch du an Knieendoprothesen, die ein Leben lang halten, mitforschen, dann komm zu uns an die FAU.